So, herzlich willkommen bei der Silver AC. Wir machen heute das Anlernen vom Tamiya TBLE02S. Das ist ein sensorgetriebener Brushed und Brushless Regler und Sanwa MT4 MT4S Binden. Das Ganze im Tamiya Grasshopper. Ja, die Funke ist völlig oversized in diesem Auto. Aber ich verwende halt fast ausschließlich nur die Sanwa MT4 bzw. MT4S. Da das Ding ja eine Racing-Edition wird, macht das Sinn, den auf meine S zu binden, weil ich diese Funke an der Rennstrecke benutze. So, das mal einmal als kleinen Hinweis. Dann möchte ich mich, bevor es jetzt weitergeht, einmal riesig dafür bedanken für diese Mega-Resonanz, die dieses Video gebracht hat, beziehungsweise diese Serie. Hammer, hammer hart. Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Resonanz auf ein Bauvideo mit über 2000 Aufrufen in circa einer Woche. Hammerhart, hammergeil, vielen, vielen Dank. Mega. Dann möchte ich mich bei einem User bedanken, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß, der mir diese Adapter empfohlen hat für normale Dämpfer. Die kommen dann hier dran und dann kann man hier ganz normale Dämpfer fahren. Vielen, vielen Dank dafür. Diese Adapter liegen bei. Sehr cool. Tolle Community, finde ich geil. Auch gestern oder vor ein paar Tagen der Livestream, der kurze, den ich hier gemacht habe, sehr, sehr gut angekommen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das machen wir in Zukunft öfter mal. So auf dem Abend, vielleicht auch relativ spontan mal. Mal schauen. So, jetzt kommen wir mal zurück zum Auto. Also, TBLE02 Regler anlernen, aber zuerst muss ich meine Funke anlernen. In dem Fall, wie gesagt, eine Sanwa MT4S. Ich schließe mein Akku an. Und ja, der Akku ist lipo geeignet. Ich habe mich noch dreimal mittlerweile vergewissert. Und jetzt hebe ich ihn hinten ein Stück an, weil ich nicht weiß, was jetzt gleich passiert. Ich könnte hier schon mal in den Bind-Mod gehen. Moment, das Anheben ist ein bisschen doof. Ich lege hier mal was drunter, dann geht das einfacher. So, also, ihr geht in den Bind-Mod von eurer Funke. Bind. Drückt auf den Push vom Sanwa-Empfänger und schaltet die Bude an. Jetzt muss ich gucken, wo die LED ist. Das geht ja gar nicht. Wie soll ich das denn jetzt machen? So, dann blinkt das ein paar Mal wild. Und dann habe ich... Seht ihr? Ich mache das mal wieder aus. Und super, dass man das jetzt so toll sehen konnte, was passiert, wenn man die Funke nicht anlernt. Das war nicht geplant, ich habe vorher nichts gemacht. Super geil. Wir lernen jetzt die Funke an. Dafür braucht ihr die Anleitung, die ist sogar in Deutsch. In Deutsch. Einmal falten, das ist total simpel. So, wir gehen das jetzt Stück für Stück durch. Mit ausgeschaltetem Empfänger, Motorkabel entfernen und damit sicherstellen, dass keine Motorleistung auf das Modell übertragen wird. Bla bla bla. Man kann die natürlich trennen zur Sicherheit, aber das Ding ist aufgebockt, da passiert jetzt auch nichts. Wir können das auch noch ein bisschen sicherer machen. Legen einfach mal ein Buggyrad drunter. Also der ist hinten jetzt völlig freidrehend, der wackelt auch nicht mehr. Ja, da passiert nichts. Ist aber sinnig, das zu machen, wenn man es nicht unterlegen kann oder so. Ich möchte es mal gesagt haben. So, Gastrimmung in Neutralstellung bringen, das haben wir. Und Umkehrfunktion beim Gas auf Rückwärts stellen. Okay, ich habe hier eine Funktion, die nennt sich Rev. Bei Steering habe ich das schon, das liegt daran, dass es beim X-Ray T4 so war. Da mache ich mal eben wieder normal, aber ich muss ja auf Trottel. Ich trottel. So, auf Reverse stellen, habe ich. Wenn der Gasweg des Senders eingestellt ist, zu den Werkseinstellungen zurückkehren, jegliche ABS- oder Beschleunigungsfunktion ausschalten. Habe ich sowieso nicht an, brauche ich nicht nachprüfen. Sender einschalten, habe ich. Empfänger einschalten, das entfällt hier. Damit meinen die bei externem BEC, das ist halt noch eine uralte Anleitung. Bei gedrücktem Set-Knopf überprüfen, ob die LED in der Reihenfolge rot, grün, orange, rot leuchtet. So. Rot.
Das war jetzt doof. Das wollte ich so nicht. Anschalten. Leuchtet grün. Das heißt, leuchtet grün. So auf jeden Fall nicht normal. Also, das haben die ein bisschen blöd formuliert hier. Sender einschalten, Empfänger einschalten. Okay, geben wir den Empfänger mal Strom. Bei gedrücktem Set-Knopf überprüfen, ob die LED in der Reihenfolge rot, grün, orange, rot leuchtet. Rot, grün, rot, rot. Okay, orange, rot, passt. Wenn es rot leuchtet, muss ich sie freigeben. Alter. Rot, grün, orange, rot. So, freigegeben. Richtig. Vollgas geben und den Z-Knopf einmal drücken. Hat zweimal geblinkt. Das ist richtig. Volle Bremse einstellen und den Z-Knopf, steht wirklich Knopf, einmal drücken. Bei korrekter Einstellung wird die LED ausgehen. Bremse. LED ist aus. Klappt tatsächlich. Alle Einstellungen werden gespeichert, wenn die einzelnen Werte können nicht bla bla bla. Und das müsst ihr bei jedem Auto immer wieder machen. So, jetzt machen wir das Auto einmal aus. Und wenn das jetzt geklappt hat, dann fährt der Wagen jetzt geradeaus. Er fährt? Toll! So. Das war es eigentlich schon. Das ist das größte Problem, was Modellbauer mal haben. Ich werde so ein Video nochmal zu einem Hobbywing-Regler machen, weil der ist ja doch ein bisschen verbreiteter als dieses Biest hier. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei der Silver RC. Ciao, ciao.